Hallo ihr Lieben, ich grüße euch an diesem Dienstag mit dem Lehrtext aus den Herrnhuter Losungen, 1. Timotheus 4, Vers 7, übe dich darin, den Willen Gottes zu tun. Wir sagen immer wieder, wir brauchen Gemeinschaft, allein gehst du ein, such das Miteinander mit anderen Christen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir als Gemeindeleitung sagen müssen, verzichtet auf die physische Gemeinschaft. Kommt nicht in den Gottesdienst und nach den Angaben, nach den neuen Anweisungen der Bundesregierung von gestern, muss ich auch sagen, kommt nicht in die Kleingruppen. Wir können uns nicht mehr treffen für diese Zeit, weil einfach das Risiko zu hoch ist, dass die Infektion sich weiter ausbreitet und gefährdete Menschen dadurch wirklich gefährdet werden. Und jetzt heißt es üben. Was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Was heißt es, ihm zu dienen, dann, wenn keiner da ist, dann, wenn du dich nicht an andere dranhängen kannst, die rechts und links von dir sitzen. Was heißt es, den Willen Gottes zu tun? Dazu muss ich ihn erst mal kennen. Nutze doch die Zeit, die jetzt vielleicht mehr da ist, dich mit seinem Wort zu beschäftigen, tiefer einzusteigen, zu forschen. Was sagst du mir, Gott? Wie willst du, dass ich lebe? Und frage dann, ja, wie kann ich deinen Willen tun? Meinen Geschwistern gegenüber? Wie kann ich die unterstützen? Wie können wir, es gibt diese vielen Einanderstellen im Neuen Testament, dass wir einander ermutigen, ermahnen, korrigieren, stärken, aufbauen. Wie machen wir das jetzt aus der Ferne über WhatsApp, E-Mail, Chat, Briefe, bitte hygienisch, Hände waschen, Form abschütten, nicht dran lecken. Ich glaube, da fangen wir gerade jetzt an. Ich fange gerade an. Diese kleine Videoserie ist ein Teil davon, das zu üben. Und ich glaube, dass in dieser äußeren Notlage unsere geistliche Kreativität wachsen kann. Dass wir ein Segen sein können füreinander, dass wir ein Segen werden für die Menschen um uns herum. Und wir werden darin am meisten wachsen, auch in unserer Beziehung zu Gott, weil wir merken, wir brauchen ihn und er trägt uns durch. Ich bin überzeugt, dass er diese Zeit gebrauchen wird, um uns zu segnen. Dass er sich verherrlichen wird in dieser Zeit und dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Und ich möchte gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du wirkst, dass du auch dass du nicht in Lockdown gehst, dass du nicht in Quarantäne bist, sondern dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. So bete ich für meine Geschwister, so bete ich für jeden, der jetzt hier zuschaut. Dass du ihr nah bist, dass du ihm nah bist mit deinem Geist, mit deinem Segen, dass du dich verherrlichst in ihrem Leben, egal was jetzt die äußeren Umstände sind. Dass du uns lehrst, was dein Wille ist und dass du uns lehrst, deinen Willen zu tun und dass wir es üben können in dieser Zeit. Und dass wir gestärkt und gesegnet daraus hervorgehen und dass wir ein Segen sind für die Menschen um uns herum. Amen. Alles Gute, Gott segne euch. Bis bald.